Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Divis Movie Channel. Ja meine Lieben, wie ihr seht, bin ich wieder draußen. Eva ist wieder mit am Start und sie glänzt so schön. Ich habe sie wieder schön geputzt, schaut mal. Ja, Rucksäckle ist auch wieder mit am Start, denn heute muss ich noch ein paar Dinge erledigen. Wir haben übrigens Samstag. Es ist wunderschönes Wetter. Schaut euch das mal bitte an. Ja, ich werde von der Sonne geküsst. Strahlend blauer Himmel, nur ein paar Wölkchen. So schön einfach. Ja, und wo fahren wir heute hin? Das kann ich euch nicht sagen. Aber ich muss jetzt noch ein paar Erledigungen machen. Ich muss noch zur Apotheke und in Rossmann. Da werde ich euch jetzt auf den Weg bis dahin mitnehmen. Dann fahre ich erstmal wieder nach Hause und werde wahrscheinlich dann heute Nachmittag weiterdrehen. So ist zumindest der Plan. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr Bock auf diesen Bikey-Vlog habt und mich heute auch begleiten möchtet. Und wenn dem so ist, dann wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, lehnt euch einfach zurück, genießt es und los geht's! Ja, meine Lieben, Eva ist heute so am Glänzen. Gestern extra nochmal alles poliert. Es war natürlich spontan, weil ich nicht wusste, wie das Wetter heute ist. Aber da ich jetzt sowieso rausfahre, das Wetter schön ist, passte das einfach perfekt. Ja, so, ich packe jetzt den Rucksack wieder zusammen, habe euch ja gerade rausgeholt und dann geht es auch schon los und wir fahren jetzt los. So, Rucksäckle wieder auf und falls ihr euch jetzt fragt, wo ich bin, manche werden das vielleicht auch wissen, denn ich weiß, ich habe ganz aufmerksame Zuschauer. Ich hatte hier letztes Jahr dieses Divi unterwegs auf 8 Rollen Video gedreht, als ich mit den Rollerblades unterwegs war. Ja, und jetzt hier als erstes mit Eva, denn ich habe gedacht, das ist ein guter Start, hier noch ein bisschen so abgelegen und jetzt geht es natürlich raus in den Straßenverkehr und wir schauen mal, wie viel überhaupt los ist. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich freue mich auch und es ist so herrliches Wetter heute einfach. Auf geht's. Schaut mal die schöne Natur. Einfach so herrlich. Ich jetzt auch wieder ganz entspannt, wie ihr seht. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht vor den Schranken warten muss, aber das sehen wir gleich. Oh doch, oh je. Aber wir fahren jetzt hier auch noch über eine Brücke und da werde ich jetzt auch noch runterfilmen. So, erstmal wieder im Schatten. Schaut mal. Yeah. Ja, meine Lieben, ihr seht, das Hochwasser ist immer noch ein bisschen da. Da sieht man schon, dass es ein bisschen zurückgeht. Aber was seht ihr? Keine Entis. Nichts. Aber dafür richtig schöner blauer Himmel. So, und für mich geht es jetzt weiter. Ich freue mich so, meine Lieben. Es macht so Spaß. So, meine Lieben, wir fahren jetzt einfach mal durch den ganzen Verkehr
Und was passiert? Die Bahnschranken sind wieder unten. Ja, unfassbar. Seht ihr das? Ja. Jetzt müssen wir hier wieder warten. Ja. Aber ihr seht, Eva habe ich auf jeden Fall aufgeladen. Wir haben 41 Kilometer heute, die ich natürlich nicht mache. Aber irgendwann vielleicht, meine Lieben. Irgendwann. Und jetzt müssen wir hier warten. Ja. Ist rot, kann man nichts machen. So, da kommt endlich der Zug. Das heißt für uns, es geht weiter. So, hier ist auch schon die Apotheke. Tada! Und hier vorne werde ich jetzt Eva abstellen. So, meine Lieben, seht ihr? So, dann machen wir Eva mal wieder aus. Ich hole mein Hip-Lock raus und dann schließen wir die mal an. Eva steht, habe ich jetzt hier angeschlossen. Und jetzt geht's rein. So, meine Lieben, hier habe ich jetzt alles und jetzt geht's weiter nach Osman und dann müssen wir einfach nur über die Straße, ist also gar nicht so weit, aber ich nehme euch jetzt trotzdem mit und dann geht's gleich weiter. So, auch wieder rauf aufs Rad. Oh, das macht so Spaß heute bei dem Wetter, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So, dann müssen wir mal gucken, wann wir rüber können. Und ja, perfekt. Und da seht ihr schon die ganzen Geschäfte. Ihr seht, ich bin jetzt hier bei Rossmann. Hier ist der Fahrradständer. Eva kommt wieder auf und dann geht's rein. So, das war's auch schon. Und auf geht's. Meine Lieben, hier sind wir jetzt auch fertig. Das Schloss packe ich wieder in den Rucksack und dann geht es erstmal wieder nach Hause. Und auf geht's! Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal alles erledigt und auch alles bekommen. Oh,
meine Lieben, wie ihr seht, bin ich wieder draußen, war kurz zu Hause, habe gegessen, mich um meine Tierfamilie gekümmert und jetzt bin ich auf jeden Fall wieder draußen. Wie ihr seht, haben wir auch immer noch herrliches Wetter. Und ja, es geht jetzt natürlich weiter und ich freue mich sehr. Die Sonne ist so, so schön, es ist so warm irgendwo. Und ich bin ganz gespannt, wo uns der Weg heute hinführt. Es macht so Spaß, meine Lieben. Ich freue mich so, so sehr. Mal schreiben, wie bei euch gerade so das Wetter ist, ob ihr auch schon mit dem Fahrrad unterwegs wart. Das würde mich mal sehr interessieren. So, jetzt muss ich mal schauen. Da kommt keiner. Dann fahren wir hier mal rüber. Und hier ist auf jeden Fall ein kleiner Radweg. Und ich muss das hier einmal auch wieder hoch machen, meine Lieben, denn ich habe wieder das Gefühl, dass ich euch gar nicht richtig höre. So, der Windpuschel, so, ist auch richtig fest. Das passt alles. Ja, meine Lieben, man muss immer gucken, dass alles passt, wenn man unterwegs ist. Und ja, hier fahren wir rein. Schaut mal. Woo, ein schöner Fahrradweg. Hier bin ich. Und hier ist es wirklich herrlich. Ich fahre jetzt hier auch mal ein bisschen langsamer. Schaut mal. Hier ist natürlich auch immer noch Hochwasser, aber mega, mega schön. Und hier sind auch ganz, ganz häufig diese ganzen Rinder. Jetzt schlafen die wahrscheinlich warm in ihren Ställen. Aber man riecht von diesem ganzen Hochwasser so diesen Fischgestank. Ja. Nenne ich es jetzt mal einfach so einen, weiß ich auch nicht, so einen muffigen Geruch einfach. Ja, so, und ich denke, heute sind auch wieder sehr, sehr viele Leute unterwegs. Oh, Angler sehe ich auch, ganz versteckt hier hinter den Büschen. Aber ich bin glücklich, ich liebe es so, mit euch unterwegs zu sein, heute auch wieder mit Eva eine kleine Runde zu drehen und ich hoffe, dass es euch genauso geht. So, jetzt fahren wir hier durch. Schaut mal. Ja. Boah. Und hier seht ihr richtig schön, wie die Sonne sich hier in dem Flüsschen spiegelt. Und so sieht das nach dahin aus. Auch der Himmel wunderschön, einfach herrlich. Ja. Ja, meine Lieben, und ich bin immer noch so, so glücklich, dass wir heute den zweiten Bikey-Vlog zusammen drehen. Ja, es ist so schön. Hier werde ich jetzt erstmal drauf drücken, damit wir auf die andere Seite kommen. Für uns heißt es jetzt erstmal warten, meine Lieben. Hab den Windpuschel jetzt nochmal gerückt. Wird das grün? Wird das grün? Yay! Wir können fahren. Hier seht ihr auch noch, wie schön das einfach heute ist. Ich habe momentan so Glück,
dass am Wochenende immer schönes Wetter ist. Und hier seht ihr auch ganz viele Schneeglöckchen. Also mega, mega toll. Und oh, ich werde jetzt hier, glaube ich, erstmal ein Thumbnail für euch machen. Ja, das machen wir jetzt erstmal zusammen. Und dann geht's für euch gleich weiter. Und weiter geht's. Das Foto ist im Kasten. Ich hoffe auch, dass das was geworden ist. Und auch hier ist überall rechts vor links. Ich muss überall immer gucken, ob da jemand kommt. Ja, hier sind wir jetzt auch wieder an einer Bahnunterführung. Und wir fahren in den wunderschönen Sonnenuntergang. Yay! Ist das nicht wunderschön, meine Lieben? Wow, so schön sieht das aus in der Kamera. Ich hoffe, dass das auf dem PC auch so schön aussieht. Mega, mega schön. So, jetzt halte ich hier einmal an. Tada! Ist das nicht wunderschön? Mega, meine Lieben, oder? Oh, ich lieb's voll. Vor allem jetzt so mit diesem Sonnenuntergang. Wie schön sieht das bitte aus mit den Bäumchen. Ja. Hier seht ihr auch noch ein bisschen was von dem Hochwasser und Matschi hier. Aber so toll. Oh, seht ihr, was ich sehe? Den Mond. Ja, der ist auch da. Da, genau. Ganz klein. Und hier bin ich. Boah, 60 Kilometer. Das habe ich euch nämlich noch gar nicht gesagt. Als ich nämlich eben zu Hause war und gegessen habe und so, habe ich Eva erstmal komplett aufgeladen. Das habe ich nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Immer nur so zwischendurch mit meiner Akkustation von All Powers. Ich liebe die einfach. Und ja, dann habe ich die erstmal komplett richtig an Strom angeschlossen und die vollste Ladung verpasst. Und jetzt kann ich 60 Kilometer machen. Geil, oder? Ja, schaue ich mal, ob da jemand kommt. Nein, denn wisst ihr, was ich noch gar nicht gemacht habe? Ein Bild für Instagram. Das hätte ich gerne gemacht. Und ich schaue jetzt mal, ob ich die Cam irgendwo abstellen kann, beziehungsweise mein Handy so auf einer Bank oder so, dass das mit einem Foto klappt. Das probieren wir jetzt mal. So. Da vorne sind auf jeden Fall Bänke. So, hier ist eine Bank. Können wir die nehmen? Ja, meine Lieben, die nehmen wir. Schaut mal. Ja, und hier mache ich jetzt einfach mal ein Selfie. Ja, und dann werde ich das für Instagram nehmen. Das brauchen wir ja auch noch. Und daher stelle ich jetzt einfach mal mein Handy auf. Woo! Geht das? So? Ja, so geht's. Und vielleicht merkt ihr auch, es ist auch schon wieder so dunkel auf einmal. Also das geht immer noch relativ schnell, weil wir ja auch noch keinen Sommer haben. Aber boah, Wahnsinn. Ja, Motorradfahrer. Die habt ihr bestimmt gehört, die waren so laut. Und jetzt probiere ich mal mit meinem Handy hier das alles zu filmen. Und euch mache ich mal so. Ist besser, oder? So. Thank you.
meine Lieben. Jetzt gucke ich erstmal, ob das was geworden ist. Nimm mal mein Handy hier und ihr könnt jetzt überall dabei sein. Ja, finde ich sehr cool. Schaut mal bitte. Da! Ja, das ist ja cool geworden. Finde ich mega, mega schön. Jetzt gehe ich einmal direkt rein. Bis auch alles so passt. Ja, yay! Yeah. Schöne Bilder. Guckt. Ja, davon kommt auf jeden Fall eins auf Instagram. Das seht ihr dann ja. Und hier, Divi natürlich wieder happy, wie immer. Und jetzt geht's ein Stückchen weiter. Ich zeige euch aber mal kurz den Himmel. Guckt mal bitte. Oh, die Sonne. Sie ist einfach weg. Und ich habe gedacht, es bleibt jetzt bei diesem perfekten Licht und dass das so wunderschön heute sein wird. Aber es ist jetzt dunkel. Daher weiß ich natürlich nicht, wie lange ich jetzt noch filmen kann. Und wir probieren es einfach mal. Ansonsten wird es wieder ein kurzer Bikey-Vlog. Aber was soll's, ihr habt dann trotzdem wieder Divi-Futter. Aber hier Eva nochmal mega, mega schön, oder? Ich bin sehr, sehr glücklich mit ihr, total zufrieden und es ist so, so viel wert, wenn man ein zuverlässiges Bike hat, muss man natürlich auch immer pflegen, aber es ist echt schön. Und auch hier ist es heute schön. Guckt mal bitte, so ein geiler Radweg, richtig schön. Hier, wie gesagt, diese Bank, da hatte ich eben das Handy dann angelehnt und ja, hier einmal rundum, ganz toll. Und für euch auch nochmal die Baumkronen. Yay! Ja. Und ganz da hinten seht ihr eine Tankstelle. Genau. Und hier ein kleines Bächlein. Ja, jetzt schwinge ich mich wieder auf Eva. Pack mein Handy hier mal zusammen. Und was darf hier auch wieder nicht fehlen? Lakritz! Ja! Und auch hier seht ihr immer noch ganz, ganz viel Wasser von diesem permanent anhaltenden Regen. Das ist schon so krass. Boah, ist das eine Matsch hier. Aber wir müssen hier durch. Diesmal aber nicht direkt. Und Eva bleibt sauber. Wie schön ist das bitte? Ja, und jetzt fahren wir hier bei der Tankstelle über die Straße. So, meine Lieben, jetzt fahren wir hier über die Straße an der Tankstelle. Da muss ich jetzt auch wieder drauf drücken, damit wir rüberkommen. Es geht leider nicht anders, denn diese Straße ist mega krass befahren und ja, das geht nicht anders. So, hier im Hintergrund seht ihr jetzt auch noch einen Skaterpark, wo ich schon mal mit euch gewesen bin. Für uns geht es jetzt aber weiter geradeaus und wir gucken jetzt einmal von der Autobahnbrücke runter. Das finde ich ja immer so, so cool. Seht ihr das? Da wird einem erstmal bewusst, wie schnell die Autos fahren. So, wenn man das von oben sieht, so. Guck mal bitte. Bam. So krass einfach. Ja, wenn man immer so mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist das natürlich was vollkommen anderes. Und so laut, so laut. Wie schön die Welt doch ist mit einem Bike. So, wenn man von hier, von der Autobahn hier einmal rüberschwenkt, dann seht ihr hier so ein kleines, total gemütliches Häuschen mit einem wunderschönen Garten. Finde ich mega, mega süß. Ja, und für uns geht's jetzt da runter.
So schön ist das Haus. Ich wollte eigentlich mit euch da lang, aber ihr seht, ich komme da gar nicht lang. Die haben das total gesperrt. Jetzt muss ich mal sehen, wo wir langfahren können und ob ich da jetzt noch mit euch hinkomme. Ansonsten ist das ja echt blöde. Und schaut mal bitte, wie dunkel das wird. Das sieht schon wieder nach Regen aus. Ich will nicht. Aber wisst ihr, wo ich das Video jetzt beenden werde? An meiner alten Schule. Ja, es ist wieder soweit und da fahren wir jetzt gemeinsam hin. Heute kommen wir aber mal aus einer ganz anderen Richtung, als ich sonst zur Schule gefahren bin. Deswegen seht ihr das heute mal von dem Busbahnhof aus. Und auch da wird gebaut, sehe ich gerade. Krass. Seht ihr das? Das Haus, ja, da wird auch gebaut. Ich kann rüber, kommt keiner. Und so sieht das aus. Ja. Das hier ist der Busbahnhof. Und da hinten ist meine alte Schule. Und auch hier sind schon die Lichter an. Deswegen heißt es für uns gleich auch wieder abschalten. Aber was sollen wir machen, meine Lieben? Oh, die haben das geändert. Sonst waren hier so abgesenkte Bürgersteige. Seht ihr das? Jetzt komme ich hier gar nicht hoch. Das muss ich eh vertragen. So, und hops. Und hops. So. Dann fahren wir hier jetzt einmal noch rum. Und zeige euch natürlich noch die Schule, bevor ich das Video heute beenden werde. Dann haben wir wenigstens noch etwas, was wir heute Interessantes zum Abschluss sehen. Finde ich immer. So. Und yay, da ist sie. Jetzt fahren wir hier einmal so im Kreis. Da sind noch ein paar Kiddies. Ist auch mal wieder schön hier zu sein. Boah, das erste Mal dieses Jahr, meine Lieben. Das erste Mal. So, dann mache ich hier mal kurz mit euch Halt und oh, so. Hier ist alles auch voll mit Vogelkacker. Ja, meine Lieben, hier seht ihr nochmal meine alte Schule. Das ist der Schulhof hier. Das Gebäude ist ja irgendwann neu gekommen, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Und das Gymnasium hier, beziehungsweise dieser Musikschulblock, der ist neu dazugekommen. Ja, und auch da hinten sind Kinder, denn das Wetter bietet sich heute einfach an. So, jetzt setze ich mich noch mal kurz hier hin. Ja, meine Lieben, das war es jetzt auch heute mit diesem kleinen Bikey-Vlog. Ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat. Das ist ja auch immer so ein bisschen lichtabhängig. Ich möchte jetzt ungern zu dunkel filmen, dann wird das Bild auch wieder grisselig. Ist für euch auch doof. Dann machen wir lieber öfters Bikey-Vlogs oder Divi fährt einfach mal nonstop raus, wenn die Sonne scheint. Aber da muss ich wirklich immer gucken, wie das so zeitlich passt, weil ich ja auch heute Morgen unterwegs war, ein paar Besorgungen gemacht habe und ja, meine Tierchen sind ja auch noch da und ja, jetzt war ich heute mal so ein bisschen auch noch nachmittags unterwegs, weil ich das Wetter einfach ausnutzen wollte und ich finde das so schade, wenn man am Wochenende, wenn die Sonne scheint, nichts macht, einfach so gar nichts. Deswegen bearbeite ich die Videos hier meistens auch, wenn es regnet oder nicht so schönes Wetter ist, vielleicht auch abends dann noch nach der Arbeit, aber wenn samstags, sonntags gutes Wetter ist, immer raus, ich bin immer draußen. Dafür ist es einfach zu schön und ich liebe ja das Biken. Daher
würde ich mich jetzt einfach mal von euch verabschieden. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch dieser kleine Bikey-Vlog gefallen hat. Heute mit Eva, der zweite im Jahr 2024. Woo! Ja! Und lasst dafür bitte den Daumen nach oben da und abonniert doch auch gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und aktiviert dann doch direkt dieses Mini-Mini-Glöckchen, denn wenn ihr das getan habt, dann verpasst ihr natürlich kein neues Video mehr von mir. So, ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder und mit was bleibt wie immer eine Überraschung. Also seid da einfach gespannt und ich wünsche euch jetzt noch einen super, super schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis demnächst und ciao!